Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema finanzmathematische Renten. Wir werden uns anschauen, was die mathematische Definition und die wichtigsten Eigenschaften von diesen Renten sind. Worum geht es da? Im finanzmathematischen Sinn ist eine Rente einfach eine periodische Folge von Zahlungen, die gleich hoch sind. Also eine Zahlung, die einmal pro Jahr typischerweise passiert. Und das kann dann eine Pensionszahlung sein, deshalb auch der Begriff Rente, der da vorkommt. Aber das könnten auch andere Zahlungen sein, die passieren. Also eine Kreditrückzahlung zum Beispiel, eine Ratenzahlung für ein Auto, was man gekauft hat. Man hat jährlich eine Versicherungsprämie, die man zahlen muss oder ähnliches. Also jedes Jahr eine Zahlung oder jede Periode eine Zahlung, die immer gleich hoch ist. Nennt man dann in der Finanzmathematik eine Rente oder ein anderer Begriff ist Annuität, weil es eben jährlich gezahlt wird. Meint dann das Gleiche. Und man unterscheidet dabei manchmal zwei Fälle, die sogenannte vorschüssige Rente, wo die jährliche Zahlung zu Beginn des Jahres passiert, oder die sogenannte nachschüssige Rente, wo die Zahlung am Ende des Jahres passiert. Schauen wir uns also hier diese beiden Fälle einmal im Vergleich an. Wir haben in beiden Fällen T-Zahlungszeitpunkte, aber einmal passiert die Zahlung gleich zu Beginn. Wir haben also hier das erste Jahr und zum Zeitpunkt 0, zu Beginn des ersten Jahres, kommt die erste Zahlung. Und dann haben wir hier das zweite Jahr und zu Beginn dieses zweiten Jahres kommt dann schon die zweite Zahlung und so weiter. Und hier hinten haben wir dann das täte Jahr und zu Beginn des täten Jahres dann die Zahlung. Und zum Zeitpunkt T selber kommt dann hier keine Zahlung mehr. Also wir gehen nur bis zum Ende des täten Jahres und nicht noch den Anfang des T plus ersten Jahres mit dazu. Im nachschüssigen Fall haben wir dasselbe. Wir haben hier das erste Jahr und dann kommt die erste Zahlung am Ende des ersten Jahres und dann die zweite Zahlung am Ende des zweiten Jahres und so weiter und am Ende des täten Jahres dann die letzte Zahlung. Und die Zahlungen sind also immer gleich hoch. Es ist immer derselbe Betrag A, der gezahlt wird. Und jetzt müssen wir zum Aggregieren dieses Werts der Rente, müssen wir dann noch die Zinsen mit einbeziehen. Also wir haben in beiden Fällen T mal A Zahlung, aber der Wert dieser Rente wird höher sein, ja, als einfach die T mal A Zahlung, sondern die erste Zahlung kann ich ja dann T Perioden lang noch verzinsen, die zweite Zahlung T minus 1 Perioden lang verzinsen und das muss ich ja auch noch mit einbeziehen. Also beim finanzmathematischen Wert der Rente kommt eben das aus zwei Quellen. Einmal habe ich eine Steigerung des Werts durch diese jährlichen Zahlungen und zum anderen durch Verzinsung. Aus diesen beiden Komponenten setzt sich das Ganze zusammen. Schauen wir uns das also einmal für den Endwert der Rente an und dafür müssen wir also die Zahlung alle entsprechend aufzinsen. Wir nehmen hier den vorschüssigen Fall zur Illustration, also gleich zu Anfang zum Zeitpunkt t gleich 0 passiert die erste Zahlung in Höhe von a. Und wir wollen jetzt aber wissen, was ist der Endwert dieser Zahlung? Wir gehen also wirklich nach hier hinten hin zum Zeitpunkt T und möchten wissen, was ist der Endwert dieser Zahlung nach T-Perioden. Und da können wir unsere Endwertformel aus der Verzinsung anwenden. Das ist A mal Q hoch T, weil von 0 bis zum Zeitpunkt T haben wir eben T-Verzinsungsperioden. Und wenn wir dann irgendeinen Aufzinsungsfaktor Q haben, dann können wir den dort anwenden. Und die zweite Zahlung, die zum Zeitpunkt T gleich 1 passiert, wird natürlich auch noch aufgezinst bis zum Ende hin, aber da dann nur noch T minus 1 Einheiten lang. Und die Zahlung zum Zeitpunkt 2, die dritte Zahlung, wird dann noch T minus 2 Einheiten lang verzinst und so weiter, bis wir schließlich bei der letzten Zahlung zum Zeitpunkt T minus 1 ankommen. Und die wird dann also das letzte Jahr lang noch einmal verzinst, wird einmal aufgezinst mit Q. Das heißt,
um den Gesamtwert zu bestimmen, was wir dann angespart haben durch diesen Prozess, müssen wir die Summe über die Werte hier in dem grauen Kästchen bilden. Und das ist dann der Endwert dieser Rente. Also im vorschüssigen Fall haben wir da a mal q hoch t plus a mal q hoch t minus 1 und so weiter bis hinten a mal q. Das Erste, was wir dann machen können, ist, dass wir hier ausklammern. A mal Q kommt in allen Summanden drin vor. Das schreiben wir also hier einmal vorne vor die Klammer davor. Und dann bleibt hier, weil wir eins von den TQs nach vorne ziehen, bleiben T minus 1 Qs noch drin stehen. T minus 1 Aufzinsung und hier T minus 2 und so weiter. Und das, was wir dann hier ausgeklammert haben, diese Summe, ist einfach eine geometrische Summe. Da haben wir eine geometrische Folge stehen in umgekehrter Reihenfolge. Aber wenn wir zurückschauen auf das Video zu den geometrischen Folgen, da haben wir da genau die Summe gebildet über 1 plus q plus q Quadrat bis hin zu q hoch t minus 1. Und diese Summe war dann q hoch t minus 1 dividiert durch q minus 1. Und der Faktor a mal q bleibt einfach da vorne vorstehen. Und das hier ist dann unsere Endwertformel für die vorschüssige Rente. Im nachschüssigen Fall schaut das im Prinzip genauso aus. Ich wechsle hier nochmal auf die vorige Folie zurück. Im nachschüssigen Fall hätten wir halt diese Zahlung hier nicht. Da würden wir die erste Zahlung zum Zeitpunkt 1 haben und würden hier hinten dann nochmal eine letzte Zahlung am Jahresende erhalten. Müssten dann also im Prinzip die gleiche Summe bilden, aber den hier weglassen und dafür den hinzufügen. Machen wir das also a mal q hoch t minus 1 und so weiter bis hin zum a. Und hier können wir jetzt nur das a ausklammern und haben dann aber wieder dasselbe da stehen, was wir oben auch stehen haben, diese Summe über eine geometrische Folge. Kommt dann also im Prinzip fast das gleiche raus. Wir haben nur als Unterschied, dass wir hier einmal häufiger im vorschüssigen Fall aufzinsen als im nachschüssigen Fall. Aber ansonsten hat die Endwertformel die gleiche Struktur. Man kann auch die umgekehrte Sichtweise einnehmen. Man kann sich fragen, welchen Wert haben zukünftige Zahlungen, die ich in einer Rente erhalte, aus heutiger Sicht? Und das wäre auch die Antwort auf die Frage, welches Kapital ist nötig, um solche zukünftigen Zahlungen zu finanzieren? Da kommen wir dann im nächsten Video bei den Anwendungen noch drauf zu sprechen. Wir betrachten also es jetzt einmal aus der anderen Zeitperspektive, dass wir nicht wissen wollen, was ist der Wert der Zahlung am Ende der Zahlung. Also wenn ich jahrelang zum Beispiel auf ein Konto einzahle, in einen Vorsorgeplan einzahle, sondern wenn ich wissen möchte, was sind mir aus heutiger Sicht all diese zukünftigen Zahlungen wert, die ich erhalten werde. Das kann sich dann zum Beispiel eine Bank oder eine Versicherung fragen, wenn jemand bei Ihnen etwas einzahlt. Das, was wir also machen müssen, ist, wir nehmen wieder hier den vorschüssigen Fall zuerst, starten also beim Zeitpunkt t gleich 0 mit der ersten Zahlung, t gleich 1 die zweite Zahlung, t gleich 2 die dritte Zahlung und so weiter bis t minus 1. Und jetzt wollen wir aber den Wert hier zu Anfang wissen und nicht zu Ende. Das heißt, wir müssen abzinsen. Wir müssen also die erste Zahlung, die am 1. Januar passiert, müssen wir nicht abzinsen. Die ist uns einfach direkt A wert. Aber die, die wir erst ein Jahr später erhalten, ist uns nicht die komplette A-Geldeinheiten wert, sondern nur A mal D, wobei D unser üblicher Abzinsungsfaktor ist. Denn wenn ich das Geld heute schon hätte, könnte ich es ja jetzt noch eine Periode lang verzinsen. Und wenn ich es erst dann bekomme, muss ich den Wert also entsprechend abzinsen. Dasselbe mache ich für die zweite Zahlung, die muss ich zweimal abzinsen. Und dann zum Zeitpunkt t gleich 3, es ist die vierte Zahlung, muss ich dreimal abzinsen und so weiter und so fort. Und auch hier muss ich dann
aufaggregieren. Der gesamte sogenannte Barwert der Rente ist die Summe aus diesen zukünftigen Zahlungen, abgezinst auf den heutigen Zeitpunkt. Schreiben wir uns das also wieder hin. Der Barwert über T-Zahlung aus einer vorschüssigen Rente, BT ist also A plus A mal D plus A mal D Quadrat und so weiter bis A mal D hoch T minus 1. Dann können wir das A wieder ausklammern, das steht in allen drin und haben auch hier wieder eine Summe über eine geometrische Folge stehen, dieses Mal nicht mit einem Wachstumsfaktor von Q, sondern mit D, aber ansonsten bleibt sich das alles gleich. Und ich bekomme hier a mal 1 minus d hoch t dividiert durch 1 minus d. Nebenbemerkung, ich könnte stattdessen auch, genau wie im Endwertfall, könnte ich schreiben a mal d hoch t minus 1 dividiert durch d minus 1. Dann wird aber Zähler und Nenner werden beide negativ. Und wenn ich so hinschreibe, 1 minus d hoch t dividiert durch 1 minus d, sind beide positiv, weil das d kleiner als 1 ist. Und deshalb schreibt man es häufig so hin. Wenn man das rechnet, kommt aber exakt das Gleiche raus, weil minus dividiert durch minus gibt dann wieder plus. Okay, und im nachschlüssigen Fall gehen wir auch hier nochmal zurück. Dann fangen wir nicht hier an mit den Zahlungen, sondern erst zum Zeitpunkt 1 und bekommen dann aber die t-te Zahlung hier ganz am Schluss und die müssen wir dann halt t mal abzinsen, um auf den Barwert dieser Zahlung zum Zeitpunkt t zu kommen, a mal d hoch t. Und dann muss ich darüber aufaggregieren und auch das ergibt wieder so eine geometrische Summe. Wir können also hier das a mal d ausklammern und dann wird daraus 1 und da bleibt noch 1 von den 2 d's übrig, d. Hier bleiben 2 von den d's übrig, d Quadrat und so weiter bis d hoch t minus 1. Und wir müssen also nur einmal mehr abzinsen gegenüber dem vorschüssigen Fall. Und damit haben wir dann also unseren Barwert der nachschüssigen Rente berechnet. Und wie im Verzinsungsfall auch gilt, dass Endwert und Barwert über unsere Grundgleichung zusammenhängen, dass also Endwert gleich Barwert mal Q hoch T ist oder umgekehrt, der Barwert ist der Endwert mal D hoch T. Also da kann ich auch direkt zwischenherrechnen. Oder ich kann eben diese Summenformeln aus der geometrischen Folge verwenden.